Ja, hallihallo, hier ist euer Dennis mit dem neuesten Bitcoin-Update. Und heute geht es darum, ich will euch ein bisschen ja, die Angst nehmen, beziehungsweise die Panik nehmen. Ja, weil mich haben einige angeschrieben, auch welche aus der Akademie. Ja, jetzt kommt der große Sell-off und so weiter und so fort. Wir sind jetzt in das Wedge eingetreten, wo ich gesagt hatte, ja. Und ich will euch aber heute nochmal zeigen, bevor es in meinem Wedge, ja, wo ich ja die letzten Videos gezeigt habe, in meinem Rising Wedge, in einem größeren, beziehungsweise Wolf Wave, bevor es da wirklich zu der anderen Seite geht, muss er erst noch was, einen signifikanten Support durchsprechen. Erst wenn er das macht, sage ich, okay, gut, wir können jetzt die 7 bis 48.000 in etwa, ich zeige es euch gleich, nochmal sehen. Des Weiteren gehen wir auf die Bitcoin-Dominanz ein, ja, weil heute sind ja, ich sag mal, ist der Bitcoin ein bisschen gedumpt. Ja, und viele Altcoins oder fast alle Altcoins sind tiefrot, zwischen 5, minus 5, minus 15, minus 20%. Ja, es hat sich ja jetzt ein bisschen wieder stabilisiert, aber darauf gehen wir auf jeden Fall ein. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. So, hier sind wir auf dem Daily und wie ihr seht, haben wir hier in Rot das, ja, das die mögliche Wolf Wave. Ihr wisst, dass man hier, natürlich ist die sehr groß, ja, seine Short aufbauen kann bis zu 97.900. Ja, das ist so das Maximum, wo man seine Short aufbauen könnte. Das ist bei Wolf Waves auch so, ja, dass man seine Shorts hier im Überschuss, wenn ihr hier drüber geht, ja, hier aufbauen könnte, ja. Und wie ihr hier seht, ja, ist das ist hier von der Welle 3 bis 4, sind jetzt die Fibonaccis nach oben, wo die 5 in etwa sein könnte hier, die Welle 5. Und hier sind wir im Moment beim 1786er abgeprallt, ja. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass wir hier in diesem Bereich, in dem Bereich 76 bis etwa 75 hochgehen könnten. Ich mache gerade mal wieder die FIPS aus hier. Denn das wäre hier der nächste ja, FIP-Extension-Bereich des 05er. Ja, und da kommen wir jetzt gleich zum Thema, warum das im Moment noch keine Panik ist. Ja? Und zwar, wir sind ja wie gesagt auf den Dailies. Hier haben wir das 0382er, das hier ist in grün. Und solange der darüber schließt, ja, solange der darüber schließt, beziehungsweise auch wenn er darunter schließt, brauchen wir eine Bestätigung. Ja? Und erst dann bin ich der Meinung, dass wir hier auf den unteren Support beziehungsweise den unteren Teil der Wolf Wave fallen könnten. Wie ihr seht, kann das sein, so kommt es von wie schneller runter geht, zwischen 47.000, nee, ja, ich sag mal 47.000, 52.000, 53.000, je nachdem, wie schneller hier runterkommt. Aber, ja, wie gesagt, wir haben hier noch Support, ja. Hier dies in Gelb. Ob es jetzt ein Rising Wedge war, ob es jetzt ein aufsteigender Kanal war, ja, ist schwierig zu sagen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ist halt ein bisschen schwierig, weil der Kanal oder das, was es sein soll, nicht wirklich perfekt ist. Wenn wir sagen, gut, es ist jetzt ein aufsteigender Kanal, dann nehme ich hier die Spanne von dazwischen. Ja, sollten das aber schon ein bisschen sehen, finde ich. So. Und Ausbruch, ja, und das sehen wir, dass wir fast schon den Ausbruchspunkt hier erreicht haben mit dem kleinen Dump. Ja. Und hier sieht man auch in den unteren Bereich meines neuen Patterns hier das mögliche Ascending Warning Wedge erstmal draufgefallen hier. Ja. Das ist der nächste Support, der da ist. Da muss er auch erst durch. Und jetzt zeige ich euch, wo er noch durch muss. Dazu schauen wir uns den William Alligator an. Ja. Ich liebe den
den Indikator, das wisst ihr, springt zwar nicht oft, ja, aber wenn ihr schon springt, hat er immer seine Signifikant. Genau. So, jetzt schaut euch schon mal das Ganze an. Im Moment sind wir hier an der roten Linie. Ja, also das ist die Zunge. Ja, das ist das Maul und das ist der Unterkiefer, ja, also der Oberkiefer, Unterkiefer, Zunge. Und guckt mal jetzt in der Vergangenheit an, was er jetzt gemacht hat. Immer wenn er hoch ist, er kommt immer mal wieder hier zurück. Ja, sei es hier, okay, da ist er ein bisschen durchgebrochen. Hier sogar bis zum blauen runter, da zum blauen runter. Ja, jemand ist natürlich nach unten rausgebrochen. Aber hier, da ist er zum roten, da ist er zum roten. Ja, da ist er zum roten. Irgendwann war er natürlich fertig. Korrektur, hoch. Und seitdem war er nicht einmal mehr auf dieser, ich sag mal, in diesem Bereich eingetaucht. Außer jetzt. Ja. Theoretisch, natürlich, kann er jetzt hier die drei, das, was ich sagte, so die 47, gut, hier jetzt nicht, ja, aber so 47 bis 53.000, das würde passen, 54.000, hier unten die blaue Linie noch angaxen, ja, aber das, was ich euch vorher gezeigt habe, mit dem Ascending Warning Wedge, mit der FIP Extension hier, ja, wir müssen auf jeden Fall abwarten, wie heute die Candle schließt und wie es dann in den nächsten ein, zwei Tagen hier auf jeden Fall weitergeht, um mehr sagen zu können. So, schauen wir uns ganz kurz mal die CPRs an, beziehungsweise die Pivots, was die aussagen. So, hier haben wir in Blau die Weekly Pivots, beziehungsweise hier die Box ist ja das CPR, das Weekly CPR, und hier in Gelb haben wir die Monthly Pivots. Und wie ihr hier seht, ja, sind wir hier ja zwar kurz über das Monthly R3 gekommen, das ist das neue All-Time-High, hat es aber nicht halten können, rund runter ging es, ja. So, im Moment ist es so, dass wir diese Woche in das Weekly CPR eingetaucht sind, hat es aber über diesen Block nicht geschafft, ist also fehlgeschlagen, was ist passiert? Er ist nach unten durch. Jetzt hat er aber nicht nur das Support, wo ich eben angesprochen hatte, sondern er hat noch Support aus Monthly und Weekly Pivot-Seite, denn das Monthly R2, ganz wichtig, liegt hier und das Weekly S1 liegt hier. Ja, und das sind zwei signifikante Support-Level im Moment. Und bei Weeklies kann man nach den 4-Stunden-Kerzen gehen und nach dem Monthly sollte man eher nach den Tageskerzen gehen. Ja. Das heißt, sollte er auch darunter schließen, sollte er einen V-Test auf das Monthly R2 machen, bevor es dann wirklich weiter nach unten geht. Ja. Macht er es nicht, schließt zum Beispiel drunter, geht wieder drüber, dann war das Ganze erfolgreich, der Support. Beziehungsweise, wie gesagt, das schließt er erst schon in 8 Stunden die Kerze. Mal gucken, ja, wie das Ganze ausgeht. Aber ihr seht im Moment, wir haben hier in diesem Bereich noch Support. Sei es von Pivot-Seite her, sei es aus Sicht der Supports hier, der Extension 3, dem 0382er, hier aus dieser Trendlinie hier von einem womöglichen Ascending Warning Wedge und dem Alligator. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte ein Like nach oben da. Wenn ihr Tech-Analysen lernen wollt, dann schreibt mich in Telegram an. Ist überhaupt kein Problem. Um mehr Infos über die Bull vs. Bass Akademie zu erhalten oder natürlich auch per E-Mail, ist überhaupt kein Problem. Des Weiteren könnt ihr den Kanal unterstützen, indem ihr euch bei diesen zwei Börsen anmeldet. Natürlich nur für erfahrene Trader, logischerweise. Und da könnt ihr diesen Bonus absahen. Hier noch einen kleinen Auszug aus dem Discord-Channel der Akademie. Da haben wir jetzt hier die Alcon-Analysen. Da packe ich eigentlich so viel wie möglich rein. Es sind sehr viele Analysen. Ja. Hier habe ich Chilis mit 10%. Ja, da gehen wir weiter runter. Da gab es hier Analysen. Überall, wo ein X ist, ist es nicht mehr aktuell. Der wurde erst gar nicht, ja, die Analyse wurde erst gar nicht aktiviert. Hier der Dash wurde nicht aktiviert. Link zum Beispiel gab es schöne 21% ungehebelt, muss man sagen. Aber super, ja, der ist noch weiter hochgegangen, wie ihr wisst. Gab es 22% mit dem Ziel, ja. ADA, der ging natürlich mal in SL. Es geht weiter, das Ganze. Dann BNB, schöne 10% ungehebelt und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch mal Nullnummern hier, passiert auch. Aber das Ganze ist sehr, sehr profitabel, die Analysen. Ja, es sind natürlich nur Analysen, wo wir den Leuten zu Lernzwecken natürlich zur Verfügung stellen. Wenn sie das traden wollen, können sie es machen. Ist natürlich auf die Verantwortung der Leute. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.